Zum Beispiel den hier. Ja? So this is Christmas. Er übt schon, ne? Hope you'll have fun. Das ist Dirk, ein echter Vollblutmusiker und gemeinsam mit seinem Freund Matthias wird er diesen Song bei uns performen und wir haben die beiden besucht in ihrem Lieblingskiez in Berlin. Echte Kumpels, wahre Freunde, erste Liebe, erster Kuss, die erste Nacht im fremden Bett, die erste Cola mit Schuss. Zwischen Donnerstag und Wochenende kam ein Auge zugemacht und keine Angst vor irgendwem. Mit blutenden Lippen aufgewacht. Dirk Friedrich schrieb diese Hymne über sein halbes Jahrhundert Leben in Oberschöneweide. Freitag ging es bis 2:30 und der einzige Club, wo man mit 14 schon Cola-Wodka trinken konnte. Zwischen Weißkopfstraße und Wilhelminenhofstraße lag nicht nur seine Partymeile. Der Dieter Birr, der von den Pulis, der hat in der Edisonstraße gewohnt. Der Herbert Dreilich von Karat hier hinten in der Rathenausstraße. Schöneweide war quasi die zweite Liverpool. Hier hat jeder zweite Gitarre gespielt. So wie Liverpool am Mersey River liegt Oberschöneweide an der Spree. Industrieidylle, die man liebt, wenn man hier aufwächst, vielleicht auch nur dann. Das Leben ist schön, 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 schön. Wenn zwei gute Freunde zusammen am See angeln gehen, 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 sich auf ein paar Bierchen entspannen. Mit seinem Kumpel Matthias Wiesenhütter zieht Dirk Friedrich über Bühnen von Dänemark bis Süddeutschland. Mit der Gitarre vom Leben erzählen und von seinem Kiez, wo auch nach 25 Jahren Westen der goldene Schein eher wenig zählt. Hier spielt man lieber Fußball mit den Kumpels, auch wenn er das Wort das nicht versteht, wo auf dem gelben Schild vom Ort Oberschöneweide steht. Ich habe selber als Kind bei Union gespielt und habe die Begeisterung für diesen Verein nie verloren. Und wenn dieses Stadion voll ist, dann schlagen alle Herzen, nicht nur der Oberschöneweider und Köpenicker, höher. Und auch der kindliche Herzschlag für Weihnachten ist ihm geblieben. Ja, mein schönstes Weihnachtsgeschenk ist diese Gitarre. Das ist eine Gitarre mit rundem Korpus. Das war der Traum eines jeden Gitarristen in der DDR, so eine Gitarre zu haben. Und bei unserem ersten Weihnachten im Westen, von dem ersten Weihnachtsgeld meiner Frau hat sie mir diese Gitarre gekauft, als Bonbon verpackt. Und das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Am 23. Dezember singen Friedrich und Wiesenhütter mit beim ZIP-Weihnachtssong. Und danach passiert the same procedure as every year. Also ein Weihnachtsritual, was bei uns jedes Jahr zu Weihnachten stattfindet, vom 23. zum 24. In dieser Nacht schlafe ich so gut wie alleine in meinem Bett. Weil meine Frau packt nachts die Geschenke ein und schmückt den Baum. Und das macht sie bis heute, obwohl unser Sohn schon aus dem Haus ist. Das ist sozusagen unsere Weihnachtstradition. Ja, morgen geht's dann weiter. Dann präsentieren wir unseren nächsten Weihnachtssänger hier bei ZIP.